Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Heute gibt es mal wieder ein Unpacking zum Needful Things Paket. Ich glaube, wir sind in der 7. Staffel, wenn ich mich nicht irre, oder ist es schon die 8.? Im Büchlein von Anka steht leider gar nicht, in welcher Staffel wir sind, aber ich habe es euch auf jeden Fall in den Titel geschrieben. Ja, ich habe es ja schon geöffnet, habe das Verpackungsmaterial entfernt, das Büchlein entdeckt, wo wir unter so ein paar Nachrichten schreiben und ja, wer sind wir? Alle Mädels findet ihr unten in der Infobox. Wir haben sowohl YouTuber dabei als auch Instagrammer ganz frisch dazugekommen. Jetzt in dieser Staffel, in dieser Runde ist auch Esther. Auch ihren Instagram-Account packe ich mal unten in die Infobox. Schaut auch super gerne bei ihr vorbei. Ich kenne sie noch, als sie YouTube gemacht hat. Und ja, finde es fast ein bisschen schade, dass sie jetzt nur noch auf Instagram unterwegs ist. Aber das so als kleiner Fact. Wir sind eine abgesteckte Mädelsrunde. Und das Needful Things Paket hat so als Hauptkategorien Bücher, Düfte und Kosmetik, Beauty. Aber eben auch alle anderen Dinge, die irgendwie sinnvoll brauchbar sind. Deswegen auch Needful Things Paket. Und ja, ich packe die Playlist und auch, wie gesagt, alle Kanäle unten in die Infobox und bin jetzt super gespannt, was zurückgekommen ist, was ich interessant finde und was ich dann natürlich auch wieder reinpacke, werde ich euch hier zeigen. Ja, hier einmal ein Tee für die liebe Sophie, den packen wir mal auf die Seite, denn wenn am Ende etwas zu uns zurückkommen, das vielleicht als Erklärung, posten wir in unsere WhatsApp-Gruppe nochmal so eine Last Chance und dann könnte sich auch nochmal jemand melden, sodass es dann nicht bei einem bleibt, sondern jemand anders vielleicht doch daran Interesse hat. Ja, wir haben hier selbstklebende Strasssteine, die man irgendwie auf Tassen, PC, Handys und auch Bekleidung kleben könnte. Ja, ich finde die Meerjungfrau ein ganz cooles Motiv, aber ist, glaube ich, nichts für mich. Dann sind dabei ersten knickbaren Edelstahlstrohhalme. Das finde ich natürlich richtig cool. Ich benutze sehr, sehr gerne Strohhalme. Ich finde, die haben gerade auch im Homeoffice so diesen Effekt, dass man mehr trinkt. Und ich finde das cool, dass die tatsächlich knickbar sind. Ich glaube, das kommt mal auf den Vielleicht-Stapel. Und hier seht ihr, es ist auf jeden Fall etwas, was man gebrauchen kann. Oh, hier haben wir etwas Kokosnussiges. Das ist ja eine coole Idee. Und zwar eine Kokosnussmilch zum Trinken. Das ist gut zu wissen. Finde ich total spannend. Kokosnussmilch zum Trinken, Milch trinken kannst oder nicht trinken willst, finde ich mega. Die bleibt bei mir. Ist auch kein Zucker hinzugefügt. Ich liebe Kokosnussmilch zusammen mit Mandelmilch. Dementsprechend, glaube ich, bleibt die bei mir. Das ist schon irgendwie merkwürdig, dass bei mir so viel Essen und Trinken bleibt. Ne? Gerade Trinken, Tee, erkennt man da ein Muster? Wer weiß das schon. Dann haben wir einen Schoko-Cappuccino. Ich bin tatsächlich kein großer Cappuccino-Trinker. Ich bin auch nicht so die große Kaffeetante. Dementsprechend darf das weiter wandern. Dann haben wir hier sehr gut eingepackt. Ist, glaube ich, so ein Kaffee-to-go-Becher, so wie ich das erkenne. Entschuldigt das Rascheln. Kaffee is always a good idea. Finde ich total cool. Ich finde es mega praktisch, dass man eben nicht wirklich Wegwerfbecher nutzt, sondern wiederverwendbare. Aber wie gesagt, ich trinke kaum Kaffee, habe auch selten tatsächlich ein Heißgetränk dabei. Ich halte es so ein bisschen mit der Mentalität, wir bräuchten keine Kaffee-to-go-Becher, wenn wir uns einfach die Zeit nehmen würden und uns die Zeit gegeben werden würde, damit wir das auch genießen können. Von daher trinke ich unterwegs in der Regel eigentlich nur Wasser und nicht irgendwie so ein Heißgetränk. Dann haben wir hier ein filziges Notizbuch. Fühlt sich ein bisschen komisch an, aber leider Blankoseiten. Dementsprechend nichts für mich. Ich finde auch die Haptik tatsächlich ein bisschen komisch, muss ich ehrlich gestehen. Dann haben wir ein Ausmalbuch, ein Tarot-Coloring-Book. Super spannend. Einblick in die Karten. Also kann man tatsächlich so Tarot-Karten ausmalen und hat dann im Grunde auch links die Bedeutung, was zum Beispiel das Rad des Schicksals bedeutet. Ich bin jetzt nicht so der größte Tarot-Anhänger. Fände es aber natürlich cool, dass man vielleicht tatsächlich einmal sagt, ich greife hier rein und was sagt mir der Turm? Lass deine Mauern einstürzen.
Irgendwie schon cool, aber ich glaube tatsächlich nicht, dass ich so die große Ausmalerin bin. Immer mal ganz gerne, besonders einfach im Winter finde ich das total schön, dass man einfach mal entspannt die Farben kreisen lässt. Es ist eine coole Idee, aber leider nichts für mich. So, ich greife rein. Ah, hier haben wir so Leseproben, Karten und Ähnlichem. Da gucke ich dann einfach mal in Ruhe rein. Dann auch gut verpackt. Was haben wir da? 8x4, ein Deo. Ja, ich verwende tatsächlich eigentlich nur noch Deo-Creme. Entweder von Ponyhütchen oder von Wild. Ab und an habe ich auch noch mal ein Spray von CD. Aber das darf gut verpackt auf jeden Fall weiter wandern. Es ist ja auch zum Glück gerade nicht so heiß, sodass man sich da keine Gedanken machen müsste. Was haben wir hier? Ah, ich glaube, den habe ich schon mal gesehen. Ein Cocktail-Shaker. Ja, gibt es bei mir sehr selten. Also ich bin nicht die große Alkoholtrinkerin. Ab und an mal vielleicht ein Radler. Ja, das ist, glaube ich, so das Höchste der Gefühle. Oder ab und an mal so ein Lillet. Aber ja, das darf weiter wandern. Aber eine sehr coole Idee, weil auch Rezepte draufstehen. Also für die Cocktails. Ich glaube, dass wenn jemand wirklich gerne Cocktails trinkt oder da was mixen möchte, ist das, glaube ich, eine ganz coole Idee. Ja, dann haben wir hier, das ist aber sehr schön sortiert. Das hat sich echt jemand angestrengt beim Sortieren. Dann haben wir hier eine weihnachtliche Box. Ah, und hier sind ein paar Düfte drin. Und ich glaube, da sind auch ein paar Düfte zu mir zurückgekommen, wenn ich das richtig sehe. Ich glaube, dass. Irgendwas riecht hier sehr aufdringlich. Könnte das der Sensi sein? Hier ist ein Sensi, Bio-Lavender und Bergamott. Da muss ich gar nicht dran riechen. Ich mag keinen Lavendelduft. Aber das könnte der tatsächlich sein. Dann Donut Worry. Oh, nee. Der riecht ganz komisch. Oh, also viel, viel zu herb. Dann haben wir Sugared Blossom. Ich glaube, den habe ich sogar selbst in Verwendung. Dementsprechend darf er weiterziehen. Aber ich mag diese kleinen Gläser von der Home Inspiration Reihe tatsächlich sehr gerne. Und dann haben wir noch The Library von der Wachsmacherei. Wie könnte eine Bücherei riechen? Nee, das hat für mich gar nichts mit Bücherei. Nee, das riecht eher wie eine Drogerie. Also nee, der Duft gefällt mir leider nicht. Also dementsprechend darf der auch weiter wandern. Aber ein Duft ist zu mir zurückgekommen, ist ja gar nicht schlimm. Dann auch eine sehr coole Box, Avocado Bowl, mit noch viel mehr Düften. Okay. Country Coconut Marshmallow. Ja, ruft eigentlich Steffi, ne? Aber ich habe es mit den Country-Düften oftmals nicht so. Wobei doch, ich glaube, der gefällt mir. Da darf das Melt auf jeden Fall bleiben. Dann haben wir hier Yankee Candle Sunny Daydream. Den kenne ich und bin kein so großer Fan dieses Duftes. Dann Tomatenernte. Und ich glaube, der war schon mal in irgendeinem Video. Wie könnte Tomate riechen? Ja, genau so. Genau so riecht es, wenn man am Tomatenstrauch steht und die Tomate erntet. Genauso riecht das. Ist faszinierend. Jetzt ist nur die Frage, welches meiner Zimmer soll man nach Tomatenernte riechen? Es bleibt eigentlich nur die Küche. Und ich glaube, dafür bleibt es auch da. Ich glaube, das kleine Stückchen kommt mal in meine Küche. Könnte fast vielleicht eine Spur zu groß sein. Also meine Küche. Von daher, ja, schauen wir mal. Dann Wachsmacherei, Rosewood und Peony. Also ich bin ja eigentlich ein großer Pfingstrosen-Fan. Die treffen sich nur nicht ganz so gut, die Düfte. Also der Duft wird oft nicht so getroffen. Ja, und auch hier ist es eher Rose als tatsächlich die Pfingstrose. Muss ich ehrlich sagen, gefällt mir daher leider nicht. Könnte auch an dem Rosenholz tatsächlich liegen. Dann haben wir so Teelichter. Da wäre so die Frage, wie kriege ich die geschmolzen? Ich zünde ja Teelichter nicht mehr an. Ja, riecht man auch gefühlt. Also die mischen sich, glaube ich, sehr, die Teelichter. Gefühlt riechen die alle. Ja, bis auf der Grüne. Der riecht definitiv nach Grün. Riechen sie alle recht ähnlich. Also ja, nicht ganz so meins. Dann haben wir hier von Miss Curly Wachslava. Von ihr hatte ich auch schon den ein oder anderen Duft. Ach, nee, der riecht sehr unangenehm. Nee. Dann Romantic Passion. Pfirsichblüten, Gardenie, oh, da hört es eigentlich schon auf. Pfirsichblüten, ja, Gardenie,
Oh, nee. Oh, der ist sehr blumig. Oh, nee, leider, dass ihr das seht. Sieht aus wie so ein Schokoladenbarren. Leider nicht meins. Und dann haben wir noch von Duftmädchen, weil ich ein Mädchen bin. So coole Haarschleifen. Finde ich tatsächlich ganz cool. Es kommt mir bekannt vor, sind das rote Gummibären? Aber es ist kein Duft, den ich irgendwie in meiner Wohnung irgendwie anmachen würde, muss ich ganz klar sagen. Es ist ja nochmal das eine, jetzt dran zu schnuppern und das andere zu sagen, ich möchte, dass davon mein Raum dann auch danach riecht und beduftet wird. Aber nee, ich glaube, nicht so ganz was für mich. So, dann kommen wir zu einer größeren Box. Le Grand Cocoon Hotel von My Little Box, finde ich sehr cool. Ah, hier kommen wir ein bisschen zu Essenskram. Da haben wir Rebel Kitchen Caramel Coconut Bites. Habe ich noch nie gesehen, noch nie gehört. Ja, bin ich aber jetzt, glaube ich, auch nicht so der größte Fan von. Dann haben wir hier einen grünen Räubusch Waldfrucht. Mit Waldfrucht tue ich mir so ein bisschen schwer. Vielleicht rieche ich tatsächlich mal dran. Dann Himbeere, Melisse. Ich bin überhaupt kein Melissen-Fan. Oh, das finde ich ganz schlimm in Hustenbonbon. Also das, ja. Zurückgekommen sind die veganen Proteinshakes. Kommen zur Seite. Dann haben wir hier einen Beauty-Pinsel. Einen Lidschattenpinsel. We Love Nature von For You. Finde ich total cool. Verpackung, recyceltes Material, Griff aus Bambus. Aber ich habe eigentlich genug Pinsel. Die reichen für zwei Leben. Dann ein Halva mit Traubendicksaft. Was ist das? Was zu essen? Ah, okay. Ah ja, okay. Also es sieht aus wie so ein Keks. Was auch immer Halva ist. Sesampaste mit Traubendicksaft und Sultaninen. Okay. Dann Sojasnack. Ja, auch nicht so bedingt meins. Bin ich so der größte Soja-Fan. Und eine Bambuszahnbürste. Finde ich tatsächlich per se ganz praktisch. Ich selbst verwende aber zu Hause eine elektrische Zahnbürste und habe für unterwegs eine Zahnbürste, wo ich immer nur den Kopf sozusagen auswechseln muss, auch aus Bambus. Dementsprechend darf das weiter wandern, aber eine coole Idee. Zudem eine kleine Haarbürste, die aber leider doch ein bisschen, also ich habe gerade überlegt, ob die ganz praktisch wäre, so mal ein bisschen für den Hund. Aber ich glaube, da finde ich die ein bisschen unangenehm. Von daher darf die dann auch wieder weiter wandern. Und die letzte Box sieht dann so aus, finde ich sehr schön. Under the Sea, würde mir die Box schon gefallen. Ah, okay, was haben wir hier drin? Wir haben eine Kette drin mit Schmetterlingen. Bin ich so der Silberträger, dementsprechend darf das weiter. Oh, True Gum, plastikfreier Kaugummi, die dürfen bleiben. Da hatte ich schon ein oder zwei Geschmacksrichtungen. Man muss sagen, sie sind nicht ganz so spritzig, erfrischend, wie man es von sonstigen Kaugummi vielleicht kennt, aber für zwischendurch mag ich die tatsächlich ganz gerne. Dementsprechend darf das bleiben. Wir sehen bei Essen und Trinken, da ist die Steffi dabei. Dann ist hier hoch eingepackt von Magic Finish von M. Asam eine Eye and Cheek Palette. Okay, ich bin jetzt nicht so beim M. Asam Spiel dabei. Oh, ja, also sehr nudig. Sowohl zwei Lidschatten als auch ein Blush. Also ist mir leider viel zu dezent. Ich bin niemand, der sich wirklich sehr häufig nudig schminkt. Und ich bin auch niemand, der groß tatsächlich Blush verwendet. Eher sehr, sehr, sehr selten eher mal einen schönen Bronzer. Dann sind, glaube ich, meine Washi-Tapes zurückgekommen, wenn ich das richtig sehe. Na, ich glaube tatsächlich schon. Genau, das ist auch nicht weiter. Oh, schlimm, legen wir zur Seite. Dann Haarklammern. Wie man sieht, brauche ich die nur bedingt. Oh, schön, der fühlt sich toll an. Recycelt. Also, da ist von Parsa so ein Crunchy. Das finde ich total cool. Hat eine total, fühlt sich an wie Leder, aber es wird wahrscheinlich kein Leder sein. Ich glaube, Parsa ist da recyceltes Polyester. Das ist schon sehr cool, wie sich das anfühlt. Und 40% wasserbasiertes Polyethanol. Ja, aber wie man unschwer erkennen kann, brauche ich das nicht. Dann von Catrice einen Prime and Fine Porenprimer. Gefühlt habe ich nicht so Poren, die abgedeckt werden müssten. Ein sehr dunkler roter Nagellack.
nicht so meine Farbwelt. Oh, lila Glitzer, schon cool, aber ich bin gar kein Fan mehr von Glitzerlacken. Dann eine Lidschattenpalette, würde ich so von der Größe vermuten. Oh, Beautiful Darkness, ich glaube, die hatte ich sogar schon mal von Revolution. Und ja, die kommt mir tatsächlich bekannt vor. Fand ich ganz cool von der Aufmachung. Wir haben hier eben die matten Töne und auch Schimmertöne. So von der Farbe tatsächlich ganz cool. Ich hatte die aber schon mal und habe die irgendwann aussortiert. Könnte so ein, zwei Jahre her sein, weil ich sie tatsächlich viel zu wenig verwendet habe, weil es dann doch eben nicht so die Töne sind, die man regelmäßig verwendet. Und ja, na, ich meine, irgendwann ist die Sammlung einfach so groß. Ja, was haben wir hier noch? Sieht aus wie eine Face-Palette. Wie kriege ich das raus, ohne was kaputt zu machen? Ach so, okay. Ja, da haben wir eine Face Contouring Set von Trend It Up. Da haben wir im Grunde ein Highlight, ein Bronze und eine Kontur. Ich würde vermuten, die Kontur ist mir viel zu hell und der Bronzer ist mir fast zu warm. Das muss ich auch ehrlich sagen. Wobei Bronzer natürlich per se ein bisschen wärmer sein soll, damit er natürlich diesen Bronze-Effekt hat. Aber ich glaube, mir persönlich ist das zu hell. Wenn man aber jetzt tatsächlich ein bisschen ein helleres Häutchen ist, ich glaube, dann ist das natürlich perfekt, wenn man auch eine Palette einfach für diesen Hautton gefunden hat. Und dann Hair and Scalp Serum I Want You Naked. Kenne diese Marke überhaupt nicht, wobei ich natürlich sage, Intensivpflege für strapaziertes Haar und irritierte Kopfhaut. Also mein Haar braucht nur bedingt Pflege. Natürlich, wie man sieht, sind sie blondiert, da brauchen sie ein bisschen was, aber ja, tatsächlich glaube ich kein so hochwertiges Serum. Aber cool, dass sowas drin ist. Also ich finde, es sind wirklich sehr viele praktische Sachen mit dabei. Also toll, auf was die Mädels so kommen, was man hier so ein bisschen hineinlegen kann, was hier so ein bisschen passend ist und was eben auch einfach gebraucht werden könnte. Ne? Also wir haben ja hier keine Dinge, die irgendwie unpassend sind, muss man ja ehrlich sagen. So, und ich glaube, dann geht's schon los mit den Büchern. Das ist ja so mein persönliches Highlight, sind ja immer die Bücher. So, gucken wir mal. Alles gut verpackt. So, und zwar Die Fliedertochter von Theresa Simon. Ich glaube, von der Autorin habe ich schon mal was gelesen. Waren das die? Irgendwas habe, also Theresa Simon, ist das nicht sogar, ist ein Pseudonym, richtig. Und von der habe ich schon was gelesen. Bin ich mir ziemlich sicher. Wir sind hier 1936. Ja, jetzt haben wir natürlich wahrscheinlich hier dann das Thema so ein bisschen Krieg. Wir sind in Berlin. Sie steht im Rampenlicht, doch als Jüdin fühlt sie sich nicht mehr sicher und verlässt Berlin in Richtung Wien. Dann verliebt sie sich in den charismatischen Bela Krol und schwebt im siebten Himmel. Ja, und dann ist sie aber auch in Wien nicht sicher. Ha, bei zweite Weltkriegsthemen oder Kriegsthemen bin ich so ein bisschen raus, dementsprechend darf das weiterwandern. Von Sibylle Bulacek, Sie haben Ihren Rollator beim Zumba vergessen. Wenn du glaubst, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo Pflegekraft Sibylle her. Weiß ich gerade nicht, ob das so eine Geschichte ist, die mich anspricht. Wir sind hier im Seniorenheim, Sonnenuntergang und das ist in Gefahr. Es gibt eine Luxusresidenz, die das droht, das Heim aufzukaufen und dann eben profitorientierte Strukturen aufzwingen möchte. Doch das möchte sich Sibylle Bulacek nicht gefallen lassen. Ist das denn auf wahren Begebenheiten, wenn die Protagonistin so heißt? Ach so, hinter der Ach so, okay. Ramona Schuhkraft ist Comedy-Autorin und hat die Pflegerin der Herzen sozusagen erschaffen und dann ein Buch geschrieben. Ja, ist aber, glaube ich, nicht so ganz mein Humor. So, Claire Koder, Die Hungrige. Das habe ich schon mal irgendwo gesehen. Was Stoker für die Vampire am Ende des 19. Jahrhunderts getan hat, gelingt Koder jetzt in unserer Ära. Also ein Vampirroman. Ich glaube, das habe ich bei irgendwem gesehen. Wahrscheinlich von wem das Buch dann auch ist. Eine junge Frau auf der Suche nach menschlicher Nähe und Blut. Die Vampirgeschichte für das 21. Jahrhundert. Ungewöhnlich und bemerkenswert zeitgemäß. Eine moderne Fabel über das Stillen von Hunger und das Umarmen von Unterschieden. Lydia kämpft nicht nur gegen ihren Vampirhunger, sie versucht auch ihren Platz in der Welt zu finden. Witzig und anregend. Ich weiß jetzt nicht, ob ich einen Vampirroman mit witzig so
Lydia hat Hunger. Seit sie denken kann, sehen sie sich nach Sashimi, Ramen oder Onigiri mit saurer Pflaumenfüllung. Doch das Einzige, was sie wirklich zu sich nehmen kann, ist Blut. Lydia ist ein Vampir und fühlt sich fremd unter den Menschen. Nach dem Auszug aus der Londoner Wohnung ihrer Mutter in ein Künstlerloft muss Lydia feststellen, dass vieles schwieriger ist als erwartet. Das sind die hippen Leute in der Galerie und seltsame Männer, die ihr Avancen machen. Und Ben, ein junger Künstler, für den sie Gefühle entwickelt. Lydia weiß, dass Menschen ihre natürliche Beute sind, aber sie will ihrem Verlangen nicht nachgeben. Wie soll Lydia existieren in einer Welt, die nicht nur für Wesen wie sie gemacht zu sein scheint? Für welchen Weg auch immer sie sich entscheiden wird, zunächst einmal muss sie essen. Also das klingt mir tatsächlich, also ich mag Vampirgeschichten sehr gerne, aber ich glaube, dieses, ich kämpfe gegen meinen Hunger und nehme mich nicht an, wie ich bin, das könnte mich, glaube ich, nerven. Ist ja sehr häufig, ja, nicht häufig, aber des Öfteren in so Vampirromanen der Fall, dass immer dieser innere Diskurs gegen das, was ich bin, und ja, finde ich schwierig. Dementsprechend, glaube ich, nichts für mich. Und dann, hier könnte es Drachen geben. Oh, das ruft doch förmlich Steffi. Ein Coming-of-Age-Roman, der von innerer Entwicklung und der ersten Liebe erzählt. Oh, das ist auch noch ein Jugendbuch. Ich dachte, es könnte ein bisschen Erwachsene sein. Aber gut, hier könnte es Drachen geben. Nach einem Streit mit der Mutter wird Linda für 2 Wochen bei ihrem Onkel im Schwarzwald einquartiert, sogar in Deutschland. Als sie ihrem Freund Frieda aus Kindertagen wieder begegnet, entpuppt sich der Aufenthalt als viel spannender als gedacht. Bei ihren Streifzügen durch den verwunschenen Garten und das kleine Dorf findet sie den Weg in eine Anderswelt voller Magie und Gefahren. Aus kindlicher Freundschaft wird bald die erste große Liebe, die ein trauriges Ende nimmt, als ein Brand das Anwesen des Onkels zerstört und ein schreckliches Familiengeheimnis enthüllt. Wenn wir hier einen großen Brand haben, ist dafür der Drache schuld. Also wir haben hier auch coole Illustrationen. Ich bin so ein bisschen hin und her gerissen, weil grundsätzlich mag ich Drachengeschichten super gerne. Ich weiß nicht, ob es mir vielleicht zu jugendhaft sein könnte, aber ich glaube, ich glaube, das wäre so, spricht mich schon sehr an. Ich finde auch tatsächlich das Cover sehr, sehr cool. Ja, ich glaube, das landet jetzt mal auf dem vielleicht Stapel. Und ja, wie ihr seht, ein bisschen was hat zu mir gefunden, ein bisschen was zurückgefunden, und ich werde mir jetzt mal meine Vielleicht-Sachen ein bisschen näher anschauen, auch mal in das in den Kartenumschlag schauen und dann mal gucken, mit was ich dieses Paket weiter bestücke. Und ja, das seht ihr dann, für euch ist das nur so ein Schwipp, für mich wird es halbe Stündchen wahrscheinlich dauern, und dann sehen wir uns sozusagen gleich wieder mit dem Ergebnis, was ich rausnehme und auch was ich reinlege. So, einige Augenblicke später habe ich jetzt mich so umgeguckt, meine Vielleicht-Sache angeguckt und zeige euch jetzt, was ich behalte. Also ich behalte die Kokosnussmilch. Ich finde, kann man immer gebrauchen, benutze ich auch sehr gerne, auch zum Beispiel zum Kochen. Ich behalte die Strohhalme, die abknickbar sind. Finde ich mega praktisch. Ich behalte, hier könnte es Drachen geben. Ich habe mal so ein bisschen reingelesen, gefällt mir tatsächlich so vom Start der Geschichte sehr gut. Ich behalte die Kaugummi, kann ich auch immer gebrauchen. Und ich behalte die beiden Düfte, einmal Coconut Marshmallow und einmal die Tomatenernte, die jetzt auch, glaube ich, direkt mal in die Küche darf. Und ich super gespannt bin, wie sich dieser Duft dann so im Raum macht. Ja, ich fülle ein bisschen Kosmetik als erstes sozusagen auf. Ich kann ja mit Essen immer nicht punkten, bei mir gibt es keine Reste. Ich packe tatsächlich eine BH Cosmetics Palette rein, und zwar Lost in Los Angeles. Ich verwende sie selten bis gar nicht. Also ich weiß, BH Cosmetics gibt es ja in dieser Form nicht. Ich habe vielleicht jede Farbe 1-2 Mal verwendet. Es gibt ja auch Farben, wo man sieht, dass ich noch gar nicht irgendwie mit dem Pinsel oder Ähnlichem drin war. Es ist nicht so mein Farbschema. Also ich glaube, so 1-2 Düfte, also das Sunset Boulevard hat mir sehr gut gefallen und auch Malibu. Aber deswegen eine Palette behalten, nein. Dann gebe ich eine Palette, so ein bisschen schweren Herzens tatsächlich, weiter. Und zwar ist das von Beauty Bay, so eine Disney Edition mit Bambi. Die hat mir eigentlich schon sehr, sehr gut gefallen von außen. Aber sie hat von innen einfach nicht mein Farbkonzept. Wobei ich hier das Lila sehr schön finde und auch die beiden Blautöne. Aber es sind nur matte Farben. Und ich verwende eigentlich nie groß matte Farben, außer mal zum Ausblenden. Und ja, ich weiß ja, dass in unserer Runde auch 1-2 Mädels dabei sind, die durchaus Freude auch an Lidschattenpaletten haben. Und vielleicht hat da jemand Lust drauf. Und ich packe auch einen Mix aus
einem Duo-Highlighter. Für mich ist das aber ja fast schon auch eine Bronzer, und zwar von Essence, der Bloom Wild and Shine Brighter. Und ja, ich habe den 3-4 Mal verwendet. Man sieht hier so ein bisschen, wo der Pinsel drin war. Ich verwende ihn einfach nicht. Also man merkt einfach, ich bin einfach auch kein Highlighter-Mädchen. Ich habe es vorhin schon so gesagt. Ganz selten mal Bronzer. Und ja, vielleicht, ich glaube, ihn gab es letztes Jahr so im Herbst. Ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher. Wir haben halt hier auch so ein bisschen Roségold. Also wie gesagt, ich war mit dem Pinsel 3, maximal 4 Mal irgendwie drin. Und vielleicht hat jemand anders Freude daran. Dann packe ich auch ein paar Düfte rein. Und zwar habe ich Beach Breeze von Goose Creek. Den habe ich schon angedüftelt. War nicht ganz im Warmen das, was ich mir gewünscht hätte. Ein Duft, den ich blind gekauft habe, der aber gar nicht nach meinem Geschmack war. Caribbean Clothes von Scentsational. Ist auch nicht benutzt. Also wie gesagt, blind gekauft. Und was hat mir da nicht gefallen? Ja, man merkt es. Ja, er gefällt mir nach wie vor nicht. Er ist einfach nicht mein Duft. Aber er passt eigentlich gut in den Sommer. Und da kann sich natürlich auch jeder irgendwie so 2 Stückchen rausbrechen. Man muss ja nicht das ganze Melt behalten, wenn man nicht möchte. Oder na, wenn man sich verliebt in den Duft, fühlt euch da absolut frei. Und dann packe ich auch ein kleines Glas hinein. Und zwar von Villa Hermanos Water and Coconut. Ein ganz cooles Glas. Ich weiß auch gar nicht mehr, wo ich das gekauft habe. Ob das mal bei TK Maxx war oder ich glaube vielleicht sogar im Teddy. Und man müsste jetzt meinen, ich bin ein Kokosnuss-Fan. Und ja, es hat schon irgendwas Kokosnussiges, aber es ist überhaupt nicht Kokosnuss, wie ich sie mag. Ich weiß nicht, ich glaube, es ist irgendwas anderes noch drin, was mir nicht gefällt. Also ich habe die einmal gewarmert und dann im warmen Zustand hat sie mir einfach nicht gefallen. Und dementsprechend, man kann aber den Docht noch benutzen. Darauf achte ich immer so ein bisschen, ja, dass wenn ich dann warmer und merke, das ist es nicht, dementsprechend darf auch dieser Duft weiter wandern. Und ich habe mir ein Buch rausgenommen und da das Paket gefühlt doch recht wenig Bücher hat, lege ich zumindest ein Buch auch rein. Und zwar ein Buch, was ich auch im Juni gelesen habe, It Happened One Summer von Tessa Bailey. Das ist ein Buch, das ich mir letztes Jahr am Flughafen gekauft habe, als wir so extreme Verspätung hatten und wir so einen Gutschein bekommen haben für den Kiosk oder diesen Laden dort und uns da noch mit einem Getränk und dem Restgeld dann eben einem Buch sozusagen die Zeit vertrieben haben. War eine ganz süße Sommergeschichte. Ist aber nichts, was tatsächlich bei mir langfristig irgendwie so ein Highlight ist oder bleibt. Und dementsprechend darf dieses Büchlein weiter wandern. Und vielleicht hat ja jemand anders noch Spaß dran. Ja, das war jetzt meine Ausbeute und meine Einbeute. Kann man das so sagen? Wahrscheinlich nicht. Meine Gabe. Und ich hoffe, dass die Mädels dann im Nachgang auch Spaß haben an den Dingen, die ich mit dazu gelegt habe. Ich bin gespannt, wie sich das Paket bis zum nächsten Mal wieder verändert. Werde jetzt natürlich so ein bisschen die Stationen auch wieder weiterverfolgen. Schaut super gerne bei den Mädels vorbei. Ihr findet alles in der Infobox. Und ich hoffe, euch hat das Unpacking ein bisschen Spaß gemacht. Erzählt mir doch gerne, was ihr euch vielleicht rausgenommen hättet oder ja, wo ihr sagt, Mensch Steffi, das wäre doch bestimmt was für dich gewesen, dann ist es jetzt eigentlich zu spät, aber lasst uns hier gerne in den Austausch gehen, ich würde mich freuen und ich danke euch jetzt fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Macht's gut, tschüss, eure Steffi.